Diesmal so ein bisschen eine ungewöhnlichere Perspektive, aber wir wollen heute einfach mal schauen, praktisch eine Kontrollfahrt machen, eine Bienenkontrollfahrt, und dann fangen wir mit dem Rapshonig. Mit dem Rapshonig? Nein, mit dem Raps an. Also, bis gleich. Also hier sehen wir jetzt schon das erste Rapsfeld auf uns zukommen, oder wir kommen auf das Rapsfeld zu, und es ist brutal, immer wieder, was der Raps hier für Sprünge macht. Ja. Also wenn wir hier vor einer Woche waren, war das die Hälfte, wenn überhaupt. Also wir fahren geschwind da ein Feld weiter und dann schauen wir uns mal das zusammen an. Hier haben wir übrigens den Blick ins Remstal, zu unserer Rechten. So, eine Kurve noch. Und dann sind wir hier. Hier sind wir, weil da drüben, wo es eingezäunt ist, da will ich die Tage Bienen hinstellen. Und dann schauen wir uns mal den Raps hier an. Ja, meine Frisur sitzt. Ich denke, man hat es auf der Kamera auch gesehen, oder weiß ich nicht, ist vielleicht schwierig, aber wir sind so ganz kurz vor so einem Gelbschimmer. Ja, also eigentlich jetzt eine schöne Zeit, oder sagen wir mal, bald geht das Blühen hier los. Wir haben jetzt halt nur ein bisschen diese trickreiche Lage bei uns ist momentan. Wir sollen heute noch mal richtig warm kriegen. Also wir haben jetzt ein paar Tage richtig warm, gestern mit 25 Grad. Und morgen noch ein bisschen, auch noch warm, aber ein bisschen kälter. Aber dann soll es eine Woche kalt werden. Ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen das Problem. Ich zeige es euch nachher noch an der Kirsche, auch beim Raps. Ich hoffe, dass er noch mal Pause macht. Also dass er jetzt nicht durchstartet und voll uns aufgeht. Das weiß ich aber nicht, ob er das kann oder ob er das macht. Ich meine, es ist ja natürlich ein bisschen temperaturabhängig, aber jetzt hat er noch mal zwei warme Tage und da kann ich mir schon vorstellen, dass er in der Zeit zumindest teilweise die Blüten aufgehen. Ja, beim Raps ist ja immer ein bisschen dieses Thema, oder in der Diskussion ist ja immer das Thema Pflanzenschutz. Da hat sich ja dieses Jahr einiges geändert. Ja, ist ein bisschen eine schwierige Sache. Ich glaube, da ist keiner irgendwie zufrieden. Aber ich glaube, an dieser Stelle führt es jetzt zu weit, da in diese Thematik richtig einzusteigen. Wenn es euch interessiert, können wir da nochmal ein extra Video machen. Weil man hat ja relativ viele Sachen wieder oder man hat Pflanzenschutzmittel eingeschränkt. Die Landwirte hingegen haben ja, bei den Pflanzenschutzmitteln gibt es ja dieses Jahr ein paar andere Sachen. Man hat Sachen eingeschränkt, man hat Sachen wieder anders geregelt. Ich glaube, es sind sogar manche Sachen auch nicht mehr zugelassen. Ja, Pflanzenschutzmittel, technisch ist der Raps ja relativ anspruchsvoll. Also es ist ja eine intensive Kultur, egal hin oder her, mit Insektiziden. Das ist ein heikles Thema, da muss man wirklich mit dem Landwirt reden, wenn man da was macht oder sollte reden. Vor allem dieses Jahr, da hat sich ja viel geändert in dieser Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Führt ja auch ein bisschen dazu, gerade der Preis soll ja auch nicht so gut sein, hat man mir gesagt, momentan für Raps. Ist, glaube ich, momentan einfach ein bisschen eine schwierige Kultur für die Landwirte. Für uns Imker ist es nach wie vor eine wichtige Kultur. Das muss man schon ganz klar sagen.
und eine wichtige Kultur, wenn es regnet. Also Raps braucht ja Regen, ohne Regen kein Nektar oder weniger Nektar. Dann brauchen wir ja auch, wie gesagt, diesen Kontakt mit den Landwirten wegen den Pflanzenschutzmitteln. Und dann hat es ja für alle auch einen Sinn, ja, für den Landwirt, hat einen höheren Betrag, hat vor allem auch eine gleichmäßigere Abreife durch diese Bestäubungsleistung von der Biene. Also hat er doch ja auch wesentliche Vorteile. Es ist ja nicht nur so, dass der Imker von so einem Rapsacker profitiert. ist es für mich eigentlich, der Raps ist so eine Kultur für ein Miteinander, ein wirkliches Miteinander, eine Symbiose zwischen Landwirtschaft und Imkerei. Da wüsste ich keine andere Kultur, wo gut diese intensive Obstkultur natürlich, die in Plantagen angebaut werden, das ist aber für mich gar kein Thema, dass ich da mit den Bienen hingehe. Oder momentan kein Thema, dass wir das machen. Und deshalb hat der Raps einfach so eine Sonderform. So, dann wollen wir jetzt mal einfach eine Runde weiterschauen. So, leider hat es jetzt gerade nicht aufgenommen, wo wir bei den Kirschen waren. Aber wir haben, ich wollte es euch zeigen, unheimlich viele Kirschen, schon alte Kirschbäume in Vollblüte. Ja, hier ist auch wieder einer direkt an unserem Bienenstand, den ihr kennt. Der schon relativ dicke Knospen hat. Wie sieht es aus hier mit den Birnen? Ja, die Birnen sind auch kurz davor. Ja, da haben wir schon das Rosa praktisch. Ja, wird nicht scharf stellen. Ja, auf jeden Fall sind wir hier schon ganz schön weit fortgeschritten. Prinzipiell ist es ja bei mir so, dass ich an Bienenständen, wo ich Bienen überwinter und nicht die Möglichkeit habe. Ja. Da sind wir bei einem ganz großen Thema schon wieder, was die ganze Landwirtschaft betrifft eigentlich, wo ich die Möglichkeit habe, sprich langfristig, die mir gehören oder die uns gehören, die der Familie gehören, die irgendjemand gehören, der mich gut leiden kann, pflanze ich ja unheimlich viele Sachen für die Pollenversorgung im Frühjahr. Ja. An diesem Bienenstand, den kennt ihr ja, aber es war ein bisschen anderen Gesichtspunkt drauf, werfen. Ja, wir haben hier Weiden, die blühen. Ja, ich habe hier oben Kornelkirsche, wir haben Birne, wir haben Zwetschge, wir haben Kirsche, wir haben Apfel extra in dieser Mischung hier gepflanzt. Und wir haben hier hinter uns, Moment, ich drehe mich ganz kurz um, diese ganzen wilden Zwetschgengeschosse, die eigentlich jetzt schon verblüht sind, ja. Wo aber die Bienen super stark drin waren, wo hier alles gerochen hat. Dann haben wir in dieser, in Anführungszeichen, Wildnis, für viele eine Wildnis, weil es halt keine gepflegte Streuobstwiese ist, aber für die Bienen und die Vögel unheimlich wichtig, haben wir viel wilden Wein drin, der ja dann im Sommer noch blüht, wo auch viele Bienen sind. Oben drin haben wir unheimlich viel Vogelnester. Ich denke, ihr hört es im Hintergrund. Also so richte ich mir eigentlich nach Möglichkeit, gucke ich, dass die Bienenstände so ein bisschen aussehen. Ja. Und jetzt, warum geht es nicht immer? Naja, es ist ja ein bisschen das Problem wie überall in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft auch, muss ich sagen, die Landwirte, es wird nachhaltige Landwirtschaft. Man möchte Humusaufbau, man möchte Bodenverbesserung haben. Unheimlich viele Maßnahmen, auch hier am Bienenstand sind unheimlich viele Maßnahmen sinnvoll. Also diese Weiden zu pflanzen, die blüht ja nicht im nächsten Jahr. Ja, und so ist es ja auch bei der Landwirtschaft. Dieses Nachhaltige wird immer gefordert, aber du weißt ja manchmal gar nicht, ob du das Grundstück im nächsten Jahr noch hast. Und so ist es ja bei manchen Bienenständen auch. Jetzt bei mir nicht so, weil ich das aussortiert habe, ja, früh aussortiert habe und da auch ein bisschen in der glücklichen Lage bin. Aber auch wir haben das extreme Problem, gute Bienenstände zu finden, wo du dir sicher bist, dass du da ein paar Jahre bist, die für die Bienen passen, die für die Leute passen und wo es auch Sinn macht, dann irgendwas anzupflanzen, dass die Pollenversorgung im Frühjahr gut ist. Weil hier sind wir jetzt an einem Bienenstand, das ist schon ein bisschen ein Paradies. Ja, da gibt es auch viel Wasser, viel Feucht, da unten ist gleich der Wald. Aber ich kann euch auch Bienenstände zeigen, da sind nur Äcker drumherum. Ja, das ist eine Wiese,
was weiß ich, 100 Quadratmeter drumherum nur Acker, Wind umtoste so eine Bergkuppe oder so eine Hügelkuppe, ja, wo du halt nähen musst, weil du keine andere Möglichkeit hast. Und genau da würde es halt Sinn machen, eine Hecke zu pflanzen, für eine Pollenversorgung im Frühjahr was zu machen. Aber das sind nicht deine Grundstücke, du weißt nicht, wann ist da Ende, wie sieht es aus. Und da hat man halt extrem Probleme. Und dann ist es ja bei uns so, dass alle 3 Kilometer wieder eine Ortschaft. Dann hast du unheimlich viele, so in Anführungszeichen Kleinimker. Also stehen unheimlich viele Bienenvölker-Bienenstände oder 2 Bienenvölker-Bienenstände rum. Also du musst da erstmal einen Platz finden, wo du deine Bienenvölker sinnvoll stellen kannst. Das ist bei uns echt mittlerweile zum Problem geworden. Ja, das aber nur dazu ein Exkurs. Jetzt wollte ich noch kurz mit euch, dass wir ein Gefühl haben, in so ein Bienenvolk mal reinschauen, dass ihr nochmal, um zurückzukommen auf das Dilemma, was ich am Anfang gesagt habe, Honigräume jetzt geben, dann eine Woche kalt oder halt nicht. Ja. Gucken wir mal. Boah, kriege ich nicht auf. Ich habe keinen Stockmeißel dabei, nicht ausgerüstet. Naja, aber geht auch nicht. Ja, nö, da muss ich es euch sagen. Ich war gestern ja hier. Also wir haben 6 Waben voller Bienen bei der Tante. Hier haben wir 5 Waben. Da drüben haben wir welche mit 4. Also von der Menge, man könnte wirklich die Honigräume geben. Aber wie gesagt, ja, ich denke, ich warte da noch einen Moment. Hier habe ich noch eine Haselnuss gepflanzt dieses Jahr. Ich denke, ich warte da noch einen Moment. Ja, wenn euch dieses Format, was jetzt ein bisschen anders vielleicht ist, wo es ein bisschen mehr um die Umgebung geht, gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und klar, abonniert den Kanal natürlich. Und dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Ich denke, dass wir sowas mal regelmäßig machen. Und ja, macht's gut.